Kunstwerke sind Vorschläge für künftiges Erleben. In diesem Sinne inspirieren auch Architektur, inspiriert Baukultur unser künftiges Erleben. Der Satz, den Wilhelm Flusser vor 45 Jahren geschrieben hat, hat mich jedoch zu Widerspruch gereizt. Ich vermute und ich unterstelle, dass auch Flusser heute einen anderen Ansatz verfolgt hätte. Beispielsweise, wie sieht eine Zukunft ohne Baukultur aus? Eine Zukunft, in der Architektur und Städtebau nur mehr privilegierten Personen vorhanden sind, vorbehalten sind. Die gesellschaftlichen Umstände, unter denen Architektur heute entsteht, sind mehr denn je von Kapital und Politik geprägt. Institutionelle Investoren bestimmen den Markt. Die Rolle der öffentlichen Verwaltung beschränkt sich auf die Definition von Rahmenbedingungen. Baukultur degeneriert zu Fassadenkosmetik. Ist neues Bauen nur mehr eine Ware? So hat es mein Kollege Hermann Trebo-Spitz formuliert. Parallel zu dieser Entwicklung steigt die Obdachlosigkeit weltweit rapide an. Auch in europäischen Städten mit hoher Lebensqualität sind tausende Menschen gezwungen, unter der Brücke zu leben. Die Spekulation mit Immobilien fördert die Ungleichheit zwischen den Menschen und bringt hart erarbeitete gesellschaftliche Konventionen aus dem Lot. Bei diesem Thema war die Zusammenarbeit mit dem Bozener Künstler und Architekten Ludwig Thalheimer naheliegend. Denn seine Fotografien erfassen das, was dem flüchtigen Blick entgeht. Die improvisierten Unterkünfte, gut getarnt im Gestrüpp und von Menschen bewohnt, die auf der Flucht auch ihren Stellenwert in der Gesellschaft verloren haben. Thalheimer erstellt Reportagen, aber keine neutralen Reportagen, sondern Reportagen, die Position beziehen und Partei ergreifen. Bei meinen Recherchen bin ich dann auf einen Dokumentarfilm gestoßen, What It Takes to Make a Home, produziert in Kanada. Und in diesem Film geht es auch um Obdachlosigkeit. Es vergleicht die Situation in Los Angeles und in Wien. Und hier fällt der Satz, mehr als 15.000 Menschen in Österreich waren im Vorjahr wohnungslos. Rund 10.000 davon leben in Wien. Ich war fassungslos. Wien ist die Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Das rote Wien, in dem, das war meine Erfahrung, jedes Kind seine Chance bekommen hat. Gemeindewohnung, medizinische Versorgung, Ausbildung, das war alles selbstverständlich vorhanden. So ist die Idee entstanden, den Fotos von Ludwig Thalheimer Interviews gegenüberzustellen, die in Wien entstanden sind und das Thema aus der Sicht von Stadtplanung, von Kultur und Gesellschaft spiegeln. Denn wie gesagt, Obdachlosigkeit ist nicht nur in Bozen hier vorhanden, sondern Obdachlosigkeit ist weltweit. Sie nimmt auch in Europa erschreckende Formen an. Und daher soll diese Ausstellung ein Anstoß sein, das Problem einmal zu sehen und nach Lösungen zu suchen. Das ist an jeden Einzelnen adressiert, denn jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Das richtet sich aber auch an die Politik, denn wie es im Film heißt, um Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu beenden, braucht es die Politik. Die muss dahinter stehen. Die muss nicht nur dahinter stehen, die muss es sich auf die Fahnen heften.